Pietro Lombardi wird bald zum dritten Mal Papa. Für die Geburt hat er einen Plan. Hoffentlich funktioniert der auch. Der Zeitpunkt liegt, bei aller Freude, ungünstig für Pietro Lombardi, 32. Anfang April verriet seine Frau Laura Maria Reiper, 28, dass sie im vierten Monat schwanger ist. Das Baby könnte dann im August oder September zur Welt kommen. Aber zu dem Zeitpunkt steckt Pietro in der heißen Phase des DSDS Re Recalls in Griechenland. Damit er trotzdem rechtzeitig zur Geburt losdüsen kann, hat er sein Handy am Set immer eingeschaltet und griffbereit. Ob das gut geht? Pietro Lombardi ist sofort bereit, sollte Laura Wehen bekommen. Ich liebe DSDS. Das ist alles für mich. Aber wenn das Telefon klingelt, dann ist auch keiner sauer. Da würde jeder sagen, Pietro, geh, meine Frau ist schwanger, ich muss immer abrufbereit sein. Hoffen wir mal, dass sie aushält, bis ich da bin, scherzt der DSDS-Juror über seinen Plan, rechtzeitig bei ihr anzukommen. Und Pietro will auch aus einem guten Grund dabei sein. Bisher war ich leider noch nie bei einer richtig schönen Geburt dabei. Einmal Frühchen, einmal herzkrank. Für mich ist einfach nur wichtig, dass ein Kind gesund auf die Welt kommt. Er hofft einfach auf eine Geburt ohne Drama. Und Pietro wünscht sich, nach den Söhnen Alessio, 8, aus der Ehe mit Sarah Engels, 31, und Leano, 1, eigentlich ein Mädchen. So eine kleine Prinzessin wäre schon schön, schwärmt er, gibt aber auch ehrlich zu. Mädchen funktionieren bei mir einfach nicht. Ich versuche echt alles. Mit Socken, ohne Socken, Shirt anlassen, aber keine Chance. Auch diesmal wird es ein Junge. Laura hat es bereits verraten. Seinen Wunsch nach einem Töchterchen möchte Pietro trotzdem, noch, nicht aufgeben. Nächstes Jahr probieren wir es dann erneut. Wir wollen 5 Kinder. Ein paar Versuche hat der Sänger also noch, um sich den Traum einer kleinen Prinzessin zu erfüllen.